Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ich habe etliche Nachrichten von Professor Blacks Hauselfen Scrope erhalten. Scrope schickte Ihnen Nachrichten? Ja, das kam mir auch seltsam vor. Er bat mich, ihn zu treffen und sagte mir dann, ich solle den Toast... Warum sollten Sie Toast mitbringen? In eine Höhle unter dem See. Dort fand ich Richard Jackdaws Geist. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch, ob Sie es glauben oder nicht. Warum bin... Ich hatte gehofft, dass... Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Und das war die ganze Zeit hier unten. Sieht vielversprechend aus. Ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Das nur sehen könntest. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja. Ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der vier Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen Ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Sie und Ihr Freund Charles sprachen vom Portschlüssel. Und? Ganz genau. Charles ist in Anbetracht des Wissens. Sie waren die Prüfungen. Sie testen Ihre Fähigkeit. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren Sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der... Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Spuren einer mächtigen Schwach... Und als wir ihr verlieben... Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr. Ja. Dann lassen Sie uns ange... Wollen wir nachsehen?
Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Er kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist dieser Jungspund ja weiter gereist, als Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen.